So, und jetzt let's go rein da. Bin so gespannt, was jetzt so passiert, nachdem wir zurückgehen. Und sie sehen werden, dass wir Freya an der Seite haben. Ab zu Sindris Haus. Let's go. Es gibt auch eine Schnelltaste für Sindris Haus, aber brauchen wir jetzt nicht. Also gut. Sollen wir das Vorgehen besprechen, bevor du den Jungen wieder siehst? Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ah, die klassische Sparta-Diplomatie. Moment. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden? Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Ja, jetzt macht sie uns natürlich so ein bisschen Gedanken. Die gute Freya. Deswegen sollten wir nach Atreus sehen und das aber schnell. Fetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest. Göttlich. Ich habe den Bogen des Fallen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt wen anschreit, aber sie haben es wohl beide verdient. Okay, was ist da los? Wenn wir hier Hallo, was anfangen. Schön zu sehen, dass das Windspiel seinen Zweck erfüllt. Es ist einfach ein Eichhörnchen. Du siehst ihn auch? Ah, nur Spaß. So, rein da jetzt. Let's go. Ich bin so aufgeregt. Na, was passiert jetzt? Hey, Tier! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich? Da drüben. Stört ihn das denn nicht? 2 Tage lang stören? Ohne jemand. Sie diskutieren. Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Wow. Wenn das Sindri schon sagt, du bist Alter. Zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht. Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch. Junge, so wirst du niemanden umstimmen. Er hat kein Vertrauen in mich. Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso. Das ist was anderes. Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Alter, was ist los, Toll. Mann? Dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Lass mich los! Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Was macht er denn bitte? Alter, es ist so ein Vollidiot, wirklich, ey. So ein Spasti einfach. Warum ist er so fucking trotzig, Mann? Toll.
Ich kann ihn irgendwo wirklich verstehen, aber... Eiseskälte! Offenbar der Heerläufer! Ich bin in Midgard! Macht nur weiter! Das hilft nur, mich warm zu halten! Olka! Yep! Haut es heim! Oh Mann, was passiert dir, Bros? So ernsthaft mal, Mann. Was ist mit Atreus los? Was ist in ihn gefahren, Alter? Er übertreibt so ein bisschen, finde ich. Die Dinger! Wann wurde es hier so schlimm? Er denkt halt wirklich, er kann in Asgard was erreichen. Dabei will Odin wahrscheinlich ihm nur eine Falle stellen. Oh Mann, Alter, nächstens, also will mich das, nicht alles hier töten. Das war heftig. Ich muss mich aufwärmen. Dass er Sindri zur Seite geboxt hat. Dann überlege ich, wo ich hingehe. Der Ausreißer. Der Pfad der Ausreißer hat begonnen, Alter. Das sieht gut aus. Olke, was ist das denn? Eine Art Geist? Oh, die Shit, Alter. Was willst du von mir? Alter, sehr unangenehmer Gegner. Krasser Gegner. Er teilt sich am Ende nochmal in drei Geister auf. Mehr Raben. Wollt ihr mir etwas sagen? Der Junge dreht komplett am Rad, Alter. Kann ihn schon verstehen, wirklich. Irgendwo hat er ja auch recht, ne? Aber so sich gegen seinen Vater zu stellen und dann erst, auch wegzurennen denn und so. Asgard. Dann, dass ich lüge. Es kann nicht gut enden. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Das Problem ist, Atreus, dass dein Vater es nicht weiß, weil du nicht mit ihm redest. Er kennt halt die Wahrheit einfach nicht. Oh geil. Was? Der ist sogar direkt gestorben. Ja, auf jeden Fall, Boss. Sehr, sehr spannend, was hier noch so passiert. Shit, Alter. Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Ja, das hättest du dich vorher fragen sollen.
folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. Also er denkt wirklich, dass... Könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Keine gute Idee, Alter. Ist keine gute Idee. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Moment. Sind das rote Blätter? Freyas Haus? Ein der Zuflucht. Oh, nein. Jauli? Alter, nein. 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 Jauli. Bitte. Oh no. Bitte. Jauli. Schildkrötenhaus. Boah, er lebt. Er lebt. Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Ich muss dich aufhören. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Ah. Komm, Jauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Millie! Hey, Millie! Yo. Gut, ganz brav! Alter. Okay, wir sind tatsächlich im Freyas Haus. Aber was ist hier passiert, bitte? Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Hat Freya nicht nach dir gesehen? Okay, stimmt. Was hat er da jetzt verschlossen? Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm. Können wir ein kleines Feuer machen? Wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Wow, wie wunderschön. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Ein Feuer für Jauli machen. In ihrem Zuhause in Vanaheim? Sie muss es vermisst haben. Valkyrenrüstung. Gehört sie zu den Flügeln an der Wand? Von ihrer Freundin? Was wohl mit ihr ist? Gehörte das Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat. Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. So, ein kleines Feuer machen für die kleine Schildkröte. Kein Geschehen. Oh Mann, Atreus, Alter. Wo gehe ich jetzt hin? Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Diese Musik. Klopft da jemand? Holy shit. Ist schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will das? Zu mir. Alles wird kein gut. Normaler Rabe, oder? Glaube ich. Ich habe aus kleiner Audiostörung gehabt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Deswegen habe ich das jetzt abgebrochen und nochmal neu gestartet. Wir schauen jetzt mal, ob es besser ist und ja, machen einfach hier weiter, wo der Rabe reinkommt. Ist schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Bin immer noch skeptisch mit den Raben. Alles wird gut. Wer ist das? Glaube ich.
Wer ist das, Alter? Na schön. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Nee, nicht euer Ernst. Nicht dein Scheiß Ernst, Atreus. Wirklich. Hör auf. Was geht ab, Alter? Auch noch nach ihm. Ey, ich hab so Gänsehaut. Was macht der Junge denn bitte? Was soll das? Wir sind in Asgard, glaube ich. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Hallo? Oh, aber wie das ausschaut. Ich bin da. Odin. Selbst Vogel. Das ist nur... Ist das Asgard? Vogel ist das. Hey, warte. Selbst das ist hier nur so Wasser und Berge und so, aber wie schön hell und... Sieht aus wie so Neuseeland, Alter. Wunderschön. Wo ich auch bin. Es ist wunderschön. Keine ja. Spur von Fimbulwinter. Mega. Die Mauer. Ich bin in Asgard. Warte, ich komm ja. Strahlen, Alter. Sehr interessant. Grimthurs Mauer. Aus. Ich sehe da schon wieder Gegner. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut mit dieser wunderschönen Aussicht. Machen in der nächsten Folge weiter. Wir sind echt nach Asgard gekommen oder Atreus. Er hat sich wirklich dazu entschieden, hierher zu kommen. Was für mich unverständlich ist. Aber wir sind tatsächlich da. Wir werden in der nächsten Folge sehen, was uns hier erwartet, Bros. Also, peace out.